willkommen im Skyfood-Kanal. Heute Neustart eines Zuchtprojektes mit Samia Rizzini. Das ist der Eri-Seidenspinner. Eines von nur zwei komplett domestizierten Tieren auf diesem Planeten Erde im Moment. Neben Bombyx mori, dem Maulbeerspinner, ist Samia Rizzini die einzige bekannte Art, die nur noch in Obhut des Menschen existieren kann, nirgends mehr überhaupt wild vorkommt, also komplett vom Menschen abhängige Art. Das ist, muss man betonen, anders als bei den Bienen beispielsweise, wo Bienenvölker, die abhauen von einer Imkerei, durchaus auch überleben können in der freien Natur, oder beispielsweise ein Schwein, das aus einem Stall abhaut, auch durchaus überleben kann in einem Waldstück, also nicht gleich eingeht, weil es da kein Futter findet und so weiter. Auch Schafe, vielleicht haben Sie die Bilder mal gesehen von den abgehauenen Schafen in Australien, die man dann findet mit 50 Kilo Wolle rundherum. Die Tiere können also alle, auch ohne Menschen, noch überleben. Im Unterschied eben zu diesem Samia Rizzini, hier in diesem kleinen Plastikbecherchen habe ich die jetzt angezogen. Man sieht die Tiere bereits hier. Die sind also ausgeschlüpft vor ein paar Tagen, sind jetzt bereits am Fressen an diesen Blättern. Wollen die mal rausnehmen, können wir die mal von der Nähe ein bisschen anschauen. Ich werde die jetzt dann nachher in eine solche größere Plastikbox unterbringen, mit dem gleichen System, das Sie eigentlich schon ein bisschen kennen von den anderen Videos, die auch hier auf dem Kanal zu sehen sind, dass ich meistens am Boden des Zuchtgefäßes der jungen Raupen, also L1 bis etwa L3 Stage, eine Schicht feuchtes Toilettenpapier, natürlich möglichst solches ohne Chemikalien, Behandlung und Duftstoffe und solche Zeugs, dann eine Schicht Blätter da drauf, als sozusagen als Untergrund. Wichtig ist einfach, dass die Luftfeuchtigkeit hier ein bisschen erhalten bleibt, dass es nicht sofort austrocknet, und dann kann man die Tiere da nachher rausnehmen. Schauen, da ist jetzt eins auf der Oberfläche noch. Man kann die auch, wenn man soll die ja nicht von Hand berühren, dazu hat man solche Federn, die man benutzt in den Ländern, wo man Samia Rizzini züchtet. Man kann dann die Tiere einfach mit der Feder wegwischen. Jetzt liegt sie da unten. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch finden. Das sind noch Überreste der Eier. Diese Blätter, die schon angekafelt sind und keine Raupen mehr enthalten, kann man auch jetzt schon entsorgen. Die sind zum Teil schon ausgetrocknet, werden nicht mehr angenommen von den Raupen zum Fressen. Ja. Es ist vielleicht sogar gut, wenn man dann ab und zu eine solche Raupe dann noch wieder auf frische Blätter bringt, damit sie dort weiter fressen kann. Die sind jetzt wirklich noch miniatür klein, vor zwei Tagen aus dem Ei geschlüpft. Und Sie werden sich fragen, woher habe ich diese Eier? Die habe ich von einem Forschungsinstitut für Eriseide, von einem Kampang San Campus in der Nähe von Bangkok, ein riesiges Gelände, etwa 30 Hektaren groß, mit Dutzenden von pro Modellfarmen für verschiedene Tierarten. Also das geht von Hühnern, Schweinen, Buffalos bis eben zu Insekten, wo Farmer sich informieren können über die Art, wie man die am besten züchtet. Einige Bilder dann gleich im Anschluss. Da sieht man jetzt diese Eri-Seidenraupen L1, also erstes Larvenstadium auf diesem angekafelten Blatt von Prunus laurocerasus. Die kommen jetzt alle da herein in diese neue Box, können sich dann hier an den nächsten Blättern erlaben. Da ist eine ganz schöne große Anzahl davon. Ja, in dieser Zuchtanstalt in der Nähe von Bangkok werden die Tiere also gezüchtet, im Prinzip für den kommerziellen Anbau dann. Draußen seit 1974 züchtet man diesen Eri-Seidenraupe in Thailand. Ist nicht ganz so verbreitet wie der Maulbeerseidenspinner. Warum? Weil es ein bisschen komplizierter ist, aus diesem Kokon der Eri-Seidenraupe Seide herzustellen, weil man das nicht ab
haspeln kann, sondern man muss das richtig spinnen. Deshalb ist wahrscheinlich auch dieses Insekt nicht ganz so verbreitet, obwohl die Erisseide sehr, sehr begehrt ist. Ja, dann decke ich dann nachher hier diese Raupen zu mit Blättern, die ich dann ein bisschen zerkleinere. In 2-3 Tagen muss man dann wieder nachfüttern sozusagen. Ja, und ich hoffe natürlich, dass das ein Erfolg wird, diese Zuchtaktion. Das hier ist das Feld der Rizinuspflanzen auf dem Kampang San Campus in der Nähe von Bangkok. Die Pflanzen werden geerntet, dann gewässert und in einem Raum gelagert, kurz abgedeckt, bis sie dann nachher in den Grow Room kommen, wo die Raupen gezüchtet werden. Professor Urawan zeigt uns hier diese Anlage, die eigentlich gemacht ist, um Eier herzustellen für die vielen Farmer, die diese Eri-Seidenspinner züchten. Hier kleine L1 oder L2 Raupen, dann je nach Größe verschiedene Gefäße, in die die Raupen gegeben werden, bis am Schluss natürlich dann die L5-Stage-Larven, die ganz großen, dann auf diesen großen Blättern auch fressen. Es gibt verschiedene Zuchtstämme, diese ganz reinweißen sind thailändische Strains, da gibt es aber die ursprünglichen auch, nämlich die indischen mit den schwarzen Punkten, die wir hier sehen. Die gibt es in verschiedenen Farben, solche die grün werden vor der Verpuppung oder eben gelblich, wie man das hier sieht beim Einspinnen der Raupen zu den Kokons. Die Kokons entfernt man, die Puppen behält man natürlich hier in dieser Zuchtanstalt, um die Eier damit zu züchten. Professor Urawan erklärt hier den Besuchern, auch den Mitgliedern des Thailand Beetle Breeder Clubs, die Verarbeitung der Seide. Natürlich schneidet man diese Puppen auch heraus, um die dann zu essen. Und die Zubereitung des Fadens, dann das Spinnen des Fadens, ist ein ganz spezieller Vorgang, mehr dazu dann später. Um die ausschlüpfen zu lassen, lagert man die Kokons auf einem Gitter. Die Schmetterlinge schlüpfen da aus, können sich unten ans Gitter hängen und die Flügel ausbreiten. Und danach kommen sie in die kleineren Gefäße, diese farbigen hier oben, auf diesen Kästen, da drin werden die frisch geschlüpften Falter gelassen, bis sie sich paaren, bis also Männchen und Weibchen zusammenfinden und dann kommen sie zur Eiablage in diesen Kasten, wo die Tiere dann auf solchen Holzstäbchen, meistens 2 Paare pro Stäbchen, ruhen bis zur Eiablage. Das sind dann die Eier, da hat es ein paar hundert Stück drin. Und ich war der Glückliche, der auch ein paar dieser Eier bekommen durfte. Zuerst wollte man mir 2000 geben, ich war dann aber mit rund 100 zufrieden, die ich mitnehmen durfte aus der Hand von Hind hier in diesem kleinen Briefchen nach Europa. So, hier ist also nochmals der Vorgang, wie ich die umsetze. Die L1, die geschlüpft sind in eine neue Box mit neuem befeuchteten Papier am Boden, einigen frischen Blättern obendrauf und dann die Raupen da rein, damit sie sich da wieder neues, frisches Blattmaterial aussuchen können, um weiter zu fressen. Ja, am Anfang sind die Kotpellets vielleicht ein bisschen störend jetzt da, aber je mehr Futter man dann dazu gibt, desto mehr steigen dann die Raupen sozusagen in die Höhe des Substrates und sind dann da wieder entfernt von ihren eigenen Kot-Tablettchen, die sie da absetzen. Da sind noch mehr von denen zu sehen. Vielleicht nochmal ein Bild unter dieser
Makrolinse hier, sieht man die schön, wie die rumkrabbeln. Eine extrem vitale Art, auch sehr geeignet für Leute, die mal mit der Zucht von Insekten beginnen wollen. Und natürlich, das ist auch der Grund, warum das man das hier jetzt sieht in diesem Sky Food Kanal. Das sind essbare Insekten, die werden in den Ländern und in den Ortschaften, wo die gezüchtet werden, auch gegessen in der Form der Puppe. Das heißt, man kann einen Doppelnutzen. Man hat einerseits die Seide und andererseits die Puppen, die sehr nahrhaften und gesunden Puppen des Seidenspinners. Für das Spinnen der Erisaite gibt es eine speziell entwickelte Maschine. Ich habe die noch zwar noch nicht ganz begriffen, aber vielleicht werden wir mal noch so weit kommen, dass wir das im Detail dann anschauen können während dem effektiven Vorgang. Das heißt, dieser Kokon wird natürlich zuerst aufgeweicht, die Seide, und dann in diesem Spinnrad zu einem Faden gemacht, der dann von diesem schönen Tier hier zu wunderbaren Geweben verarbeitet wird, wie man das hier sieht in diesem Showroom des Centers Excellence in Silk auf dem Kampang San Campus der Khatsetsart Universität in Bangkok. Hier sind verschiedene Muster mit Eriseide ausgestellt, natürlich sehr wertvolle Stoffe. Man kann die Fäden, die sehr natürlich aussehen, auch brauchen für natürlich Kleider, aber auch für um Lampen damit herzustellen. Und ein absolutes Kunstwerk ist dieses Porträt der Königin Sirikit, das nicht irgendwie gemalt ist, sondern gewoben aus verschiedenen stark gefärbten Fäden der Eriseide. Ein wirkliches Kunstwerk in absoluter Perfektion hier hergestellt. Aber auch wunderbare natürliche Stoffe mit einer ganz weichen Textur, viel weicher als von der natürlichen Seide. Das ist noch der Schutz gegen Ameisen hier außen am Gebäude, einfach ein Wasserkanal rundherum, und hier nochmals die schönen Raupen, die seit 1974 in Thailand mit viel Erfolg gezüchtet werden. Auch in Europa für mich persönlich das Nummer 1 Urban Farming Insekt, weil man die Pflanze überall findet, die man brauchen kann zum Füttern dieser Tiere, also wie Guster oder eben diese Kirschlorbeere oder Lorbeerkirsche Prunus lauro terrasus. Danke fürs Interesse.